Mein Name ist Kevin Seidel, ich bin Inhaber vom Lokalfilet in Oelsnitz und einmal im Jahr veranstalten wir unser Pop-up-Restaurant, das Globalfilet. Dabei kochen wir in einem alten Industriegebäude und das wollen wir euch heute mal zeigen. Die ganze Sache über eines unserer Caterings. Wir haben in der Location ein Showkochen für die ansässige Firma veranstaltet und einfach am Abend ist mir bewusst geworden, dass der Raum eine wunderschöne Atmosphäre ausstrahlt. Also, er hat ganz, ganz viel Potenzial. Die großen Glasfenster, der nächtliche Blick über die Stadt und so der leichte Industriecharme, das hat mich einfach absolut überzeugt. Im Zeitraum von ca. 5 Wochen bieten wir ein festes 6-Gang-Menü an. Hier ist uns einfach wichtig, dass wir unser regionales, lokales Konzept mit Produkten aus aller Welt ergänzen. Und das muss nicht immer die Hauptkomponente auf dem Teller sein, aber in jedem Fall sollte dem Gast eben eine wunderschöne Abwechslung geboten werden. Ich denke, wenn man sich im Globalfilet entscheidet zu essen, dann ist man auch als Mensch einfach sehr offen für Neues und probiert gern. Und genauso ist das Pop-up-Restaurant für uns auch als Team so raus aus dem Alltag und lernen mit ungewohnten Situationen zurechtzukommen und auch mal zu improvisieren auf ganz hohem Niveau. Die Weinbegleitung spielt im Globalfilet auch eine sehr große Rolle und da wir unseren Gästen fest vorgeben, was auf den Tisch kommt, können wir auch die perfekten Weine darauf abstimmen und so eine wunderschöne Harmonie beim Essen erzeugen. Und so sollte auch jeder Gast verstehen, warum sich so eine Weinempfehlung zum Essen in jedem Fall lohnt. Das ganze Team steht bei so einem Projekt vor ganz neuen Ansätzen, eine Aufgabe zu lösen und bekommt quasi auch immer so eine Art Kreativschub dabei, wenn man die ganze Zeit einfach dieses Learning by Doing Motto verfolgt und ich finde das eine super Sache. So ein Pop-up-Restaurant neu eröffnet, bringt das natürlich auch immer ein gewisses Risiko mit sich. Deswegen geht ein ganz großes Dankeschön an unsere Gäste, die uns immer sehr aufgeschlossen gegenübertreten, viel mit uns kommunizieren und so natürlich auch einen großen Teil zur gastronomischen Weiterentwicklung im Vogtland beitragen.